Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es ist ein neuer Simulator draußen und das bedeutet für uns natürlich, dass wir ihn ausprobieren müssen. Es geht um den Airport Simulator. Wir schlüpfen in die Rolle eines Bodenpersonal-Mitarbeiters. Wir müssen uns um das Abfertigen von Flugzeugen kümmern. Nicht fliegen, sondern wirklich die Aufgaben drumherum. Tanken, Passagiere rein und raus, Gepäck rein und raus, Verpflegung und. Also das Aufgabengebiet ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ob das Spiel was kann und ob es sich lohnt, den Simulator vielleicht zu kaufen, das siehst du jetzt auf jeden Fall in diesem Video. Und falls du darüber nachdenkst, ihn zu kaufen, dann schau unbedingt bei meinem Partner Instant Gaming vorbei. Ich habe dir das Spiel auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort bekommst du es wie immer etwas günstiger. Goodie Chat, dann würde ich sagen, starten wir in unser erstes Szenario. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Goodie, also da sind wir. Was sind unsere Aufgaben? Also Landung um 4.25 Uhr. Was ist mit denen hier? Das habe ich alles zu tun? Ach du Heilige. Was mache ich jetzt bis 4.25 Uhr? Achso, 4.15 Uhr ist ja schon ein Abflug. Oh, das muss ich bis dahin noch machen? Ach du Heilige. Okay, verbindet das GPU mit dem Flugzeug am Standplatz Nummer 4. Okay, was war nochmal GPU? Ach, das war dieses Stromversorgungsding, ne? Das da, ne? Auf geht's. Ist es das? Ja, ne? Das ist es aber. Oh, 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 halt! Halt, 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 halt! Ach Mann, keine Zeit. Ich glaube auch, hier, wir haben heute Verspätung von mehreren Stunden. So, wo musste ich denn das nochmal machen? Vorne? Ach so, das hier ist auch was. Ah. Bam. Power. Jetzt muss der sich aufheizen. Warum geht es wieder runter? Warum ist es jetzt wieder ausgegangen? Hä? Power. Ja, und warum geht es jetzt wieder? Warum? Ich verstehe es nicht. Also, wir machen jetzt nochmal aus. So, okay, es ist aus. Moment, ich mach's jetzt nochmal. Ich nehm's jetzt nochmal ab. Mach's genau in der Reihenfolge, wie ich es gelernt habe. Also, wir drücken auf Power, drücken dann 3 Sekunden lang diesen Knopf. Aber jetzt soll der sich eigentlich aufheizen, aber die Zahl da geht runter. Warum denn aber? Ich check's nicht. Och Mann, das ist doch scheiße. Warum ist denn das jetzt ein anderes Ding? Das ist die Aufheizzeit. Muss ich da nichts anderes mehr drücken? Ist denn meine Aufgabe abgeschlossen? Oh ja, wir haben es scheinbar geschafft. Okay, verbinde die Fluggastbrücke am Standplatz Nummer 4. Wir haben noch 6 Minuten. Okay. Das sieht doch gut aus. Genau so war das da vorhin dran. Oh ja, 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 ja. Oh yeah. Okay, upsie, bin runtergefallen. Passagiere in das Flugzeug laden. Das passiert ja jetzt automatisch, ne? Genau, die laufen rein. Okay, perfekt. Kann ich jetzt hier schon was machen? Okay. Oft schneller! Ja, ist wirklich immer ein Erfolgserlebnis, wenn man hier irgendwas schafft. So, wie viele haben wir? Oh, lauft schneller. So, okay. Jetzt kommt die wieder weg. Sehr gut, haben wir erledigt. Raus mit uns. Okay, nächste Aufgabe. Trenne GPU. Machen wir. GPU muss angeschlossen und... Was steht denn da? Das geht zu schnell! Oh mein Gott, dieses Spiel trollt mich. Ist mir scheißegal, was die jetzt hier labern. Ich mach den Bums jetzt aus. So, was sagt mein Tablet? Entferne Hütchen. Machen wir.
Oh, ich muss das davor noch zumachen, die Klappe. Zack. Zu. Warte auf die Push... Ach nee, räume den Bereich von Flugfahrzeugen und Hütchen. Steht das hier in dem Bereich drin, oder wie? Oder habe ich ein Hütchen vergessen? Ach, hier steht noch ein Hütchen. Meine Güte, ist doch zappenduster. Sehe ich doch nicht. So. So, schieb das Flugzeug zurück. Oh, jetzt sollten die abfliegen. Ich bin ein bisschen zu spät. Ich glaube, das ist noch okay. Dafür, dass es mein erster Flug ist, ist es, glaube ich, okay. Muss ich es nur noch rausgeschoben kriegen. So, reicht. Nicht die Deutsche Bahn, dass ich Verspätung haben darf. Ey, komm, noch ist es immer noch 4.15 Uhr. Ich bin schockiert, dass dieses Spiel Echtzeit ist, ne? Ich bin so schockiert davon. So. Abmachen. Dann musste ich wenden. So. Zack. Bam. Boah, ich bin komplett drin. Wirklich, hier stehen vier Leute rum. Ihr könnt mir doch auch mal helfen und das hier verbinden. Ihr müsst hier mal ein- und aussteigen, Menschenskinder. So, und raus mit uns. Gut so? Ja, ich finde es nicht schlecht, oder? Ach, scheiße, ich hätte denen sagen müssen, dass sie ihre Triebwerke anmachen sollen. Ach, kann ich ihnen gar nicht mehr sagen. Ach, die haben das automatisch gemacht. Okay, sorry, Leute, habe ich vergessen. Ich weiß nicht genau, wann der Punkt ist, wann ich frei bin. Jetzt wahrscheinlich, ne? Was passieren würde, wenn ich jetzt rückwärts fahre? Ich fahre einfach. Okay. Ich glaube, wir haben ihn abgeschlossen. Insane. Okay, und es ist 4.23 Uhr. Okay, in 2 Minuten kommt unser Flugzeug an. Also, parken am Standplatz 2. Was müssen wir gleich alles machen? Also, wir müssen erstmal den Bereich sichern mit Hütchen, Unterlegkeile und Bypass. Das ist easy. So, GPU wissen wir jetzt auch, wie es funktioniert. So, verbinde die Fluggastbrücke. Das kriegen wir auch hin. Lade Passagiere aus. Yo, das ist easy. Und dann kommt noch Gepäck. Okay. Ja, easy eigentlich. Eigentlich sollten wir das alles hinkriegen. Dann warten wir jetzt hier. Ist das richtig, wie ich das denke, dass der hier selber hinkommt? Weil es ist 4.25 Uhr. Wo ist der? Pilot steht auf dem Rolf und denkt sich, da! Das ist er! Da ist er gelandet! Aber dann finde ich es blöd, dass ich keine Info kriege, dass der zu spät kommt. Weil ich meine, das ist doch bekannt. Gut, dann können wir schon mal... Ja, wir können eigentlich jetzt nicht so viel vorbereiten, ne? Ist real aber auch so, dass die Bodencrew die Verspätung aufholen soll? Na toll, ist ja frech. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Boah, wie spät haben wir es mittlerweile? 4.39 Uhr, der hat 15 Minuten Verspätung. Summer. Vor allem, wir haben dann gar nicht mehr so viel Zeit. Also den müssen wir gleich abfertigen und alles, weil um 5.20 Uhr haben wir schon wieder einen Abflug. Und guckt mal, was wir alles dafür machen müssen. Huiuiui. Das wird echt knapp, was wir hier alles noch machen müssen. Vor allem, warte mal, das ist Abflüge. Ach, das steht dann auch hier auf der 2. Das muss auf den gleichen Platz wahrscheinlich, wie das da gleich steht. Das heißt also, ich muss das schnell wegmachen, damit da das nächste Flugzeug sich hinstellen kann. Oh, shit. Ach so, es ist derselbe Flieger. Das ist natürlich logisch. Ja, ist der Anschlussflug. Ja, logisch, logisch, logisch. So, scheiße, kannst du selber anhalten? Oder ich musste Follow Mino machen, wenn ich den selber abholen musste. Ich bin mir unsicher. Bitte bleib stehen, Flugzeug, und bitte knall dich auf mich drauf. Sieht gut aus. Sehr gut. So, und jetzt aber richtig zackig hier. Zack, sehr gut. Bypass müssen wir noch einsetzen. Wo war denn das nochmal? Oh, hier. Ja, okay. So, GPU. Beeil mich jetzt auch richtig krass. Wir kriegen das pünktlich hin. Bin guter Dinge. Wo ist denn hier Strom?
Das hier? Nee. Hä? Ach, hier, oder? Ja. Oh, warum geht denn mein Licht da drunter nicht? Das ist ja total doof. So, jetzt läuft das. Shit, ey. Ich stehe halt richtig dumm hier, um gleich das Gepäck zu holen, ne? Nicht, wie klug das war. Kann ich jetzt trotzdem noch zurückfahren, obwohl das angeschlossen ist? Nee, kann ich nicht. Warum ist das jetzt wieder nicht abgeschlossen? GPU verbinden. Also irgendwas verstehe ich mit diesem Ding hier nicht. Ich mache hier irgendwas falsch, aber ich weiß nicht was. Aber ich habe es doch gerade genauso gemacht wie das andere. Ich habe auf Power gedrückt und ich habe gestartet. Ach, jetzt habe ich verbunden. Okay, ich habe verbunden. Also wirklich, das ist mir noch ein Rätsel. So, okay. Genau, Fluggastbrücke muss ich erst noch machen. So. Oh, das war ja so clean. Oh, das ist leider alles so eng hier. Das ist leider nicht sonderlich klug hier gebaut. So. Auch dieses Ding hier. War irgendwie nicht bewusst, dass das so nah da dran steht. Ja. Ich habe auch das Gefühl, ich bin drin im Modus. Wo ist denn die Luke? Da. Ich stelle das einfach hier so hin. Mach das eh dann mit der Hand, die da reinzuschmeißen. So, und wo haben wir ein Förderband? Wahrscheinlich auch da drüben, denke ich mal. Ach, 10 Gepäckstücke haben wir übrigens. Ach so, warum fahre ich denn mit dem Ding? Das fährt doch selber. Oh, wie dumm. Hey, diese Leute, die da in meinem Flugzeug sitzen müssen die und das beobachten von draußen, die werden sich auch denken, sag mal, was haben wir denn da für einen Anfänger bekommen? Der kann ja nichts. So. Nein, wir sind total im Zeitplan eigentlich. Wir müssen jetzt nur noch das Gepäck rausholen. Das Problem ist halt leider, wir müssen danach für den Start halt richtig viel machen. Aber eigentlich kann ich dafür nichts. Der Flug kam halt zu spät. Also wirklich, warum geht meine Taschenlampe nicht unter dem Flieger? Ich sehe halt leider nichts. Och Mann, das ist doch scheiße. Warum geht das nicht? Ach, Q&E. Ja, nevermind. Machen wir die andere auch gleich noch auf. Okay. Scheiße, ich stehe ja so bekackt mit meinem... Ach, Mann. Also wirklich, Drehschäme, ich krieg nochmal Aggressionen bis zum geht nicht mehr. Das ist ja nur belastend. Ich glaube, das war gut. Ist ja falsch. Das war ja richtig. So. So. So, alles raus. Ah, ich habe ein bisschen Angst, dass die rausfallen, wenn ich die so hochstapel. Wo ist der Autoloader, wenn man ihn braucht? So, tipptopp. Oh, stimmt, einen Koffer haben wir schon verloren. Rein da! So.
Hier drüben rein, glaube ich, ne? So. Also da kann man jetzt aber nicht meckern hier, wie schnell das ging, wie schnell die ihr Gepäck kriegen hier. Waren das nur 17? Ich habe eins verloren! Aber wo? Da! Ich glaub's ja wohl nicht. Komm mit! Zack. So, Flugzeug betanken. Ist das eigentlich mein letzter Auftrag jetzt für dieses Tutorial, also für diese Kampagnenaufgabe, oder kommen danach neue? So, also verbinde die Erdung. Zack. Ey. Okay, das ist das Schwierige zum Tanken. Zack, so. Also, 19.200 müssen da insgesamt rein. Also, warte, wie war das? Also, 19.200. So, 19.2. Jetzt sind wir hier fertig. Und jetzt machen wir den Hebel auf. So, was müssen wir danach machen? Mahlzeiten. Ist das das? Ja, ne? Auf geht's. So, Moment, wie war das jetzt nochmal? Ach, erst stützen und dann anheben, ne? So war das doch irgendwie. Also, was ist das denn aber für eine Scheiße? Wie ging das denn jetzt nochmal? Was musste ich jetzt nochmal machen? Das geht auch von der Höhe, oder nicht? Nee, das ist die richtige Tür. Bin ich der Meinung. Das ist doch gerade wirklich abfuck. Verstehe nicht, was da gerade der Fehler sein soll. Ich weiß nicht, wie nah. Ich check's nicht. Also ich. Okay, gut, scheiß drauf. Wir fahren jetzt erstmal schnell los und holen unser Gepäck. Problem ist, wir haben 29 Gepäckstücke. Alter. Hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. Eieieiei. Junge, ich wirklich, also ich krieg die Krise hier mit dem ganzen Scheiß. Das macht mich gerade so sauer. Dann halt einfach nicht. Ich fahre einfach zweimal. So, ich glaube, dabei belasse ich es jetzt erstmal. So, Moment, wo war das hier? So. Wo sind denn hier die Knöpfe da? Einige Zeit später. 6, 7, 8. Ups. Zack, 8. 9. 10. Oh, ich habe 2 verloren, ne? Ach nee, 1. 11. 12. 13. So, einer fehlt. Ach hier. Ja, moin, blind. Komm her. So, Türen schließen. So, mal gucken, ob es jetzt geht mit dem Catering-Truck. Vielleicht jetzt, wo es unsere Aufgabe ist.
Ich bin mir wirklich, also wirklich bin mir komplett sicher, dass es diese Tür hier hinten ist. Aber vorhin war unser Flieger auch ein anderer. Vielleicht ist es ja jetzt bei dem Flieger anders. Aber das fände ich wirklich komisch. Aber es ist wieder, dass von innen nicht mein grünes Lämpchen leuchtet. Und der hat mir doch vorhin erklärt, wenn ich richtig dran fahre, leuchtet die grüne Lampe, oder nicht? Also die grüne Lampe leuchtet auch einfach nicht. Es geht nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das daran kriegen soll. Also weiß es irgendjemand, Chat, zufällig? Was ich gerade. Also weiß es wirklich wissen, was ich gerade falsch mache? Ah, Chat! So viel zum Thema, ich muss weiter weggehen. Pah! Aber die grüne Lampe hat trotzdem nicht geleuchtet. Pff. So, lade die Passagiere ein. Passagierin ist Flugzeugladen. Ja, warum kommen die denn jetzt nicht einfach schon mal rein? Das ist auch wieder was, was ich jetzt nicht verstehe. Ich meine, die ist doch dran. Die hätten doch schon seit 10 Minuten da reingehen können. Okay, gut, dann warten wir jetzt also hier. Ich hoffe, keiner muss hier an diese... Ah, guck mal, gehen die jetzt automatisch los? Ich hoffe, keiner muss hier irgendwie an diese Türen dran. Kommen die jetzt? Ah ja, jetzt kommen sie. Okay, gut. Sehr gut. Und dann können wir schon mal... Wo habe ich das kleine Auto hingestellt? Hier. Dann trennen wir den Bums schon mal. Die Zahl oben rechts ist meine Punktzahl. Ich krieg für alles, was ich schaffe, kriege ich quasi Punkte. Oh, die Steuerung ist wirklich nicht sehr feinfühlig. Kann ich die dann jetzt schon ausmachen? Moment, dann sage ich denen jetzt, dass sie das Hilfstriebwerk anmachen sollen. Dann ist das jetzt aus. Bam. Fuck. So. Machen wir hier kurz die Fluggastbrücke weg. Bam. So, das hier müssen wir noch wegfahren. Wie soll ich denn hier rauskommen eigentlich gerade? Ich habe mich hier ein bisschen verfranselt. Aha, sehr gut. Oh, wir haben es gleich. Oh Gott, wie viel Verspätung haben wir bitte? Eine Stunde? Oh, der muss noch weg. Ich glaube nämlich eigentlich auch nicht, dass ich in der Reihenfolge arbeiten muss. Also so bei manchen Sachen, ja, macht das Sinn. Aber ich glaube nicht bei allen. Also ich glaube, ich hätte schon grundsätzlich das Essen zu dem Zeitpunkt schon reinmachen können. Habe ich alle? Zack. Oh, ich habe wieder ein Hütchen vergessen. Welches Hütchen habe ich denn jetzt wieder vergessen? Ach, oder Fahrzeuge? Ach, wahrscheinlich der hier, oder? Also Rückfahrleuchten sind aber auch ein ganz übles Thema hier, ne? So, Module überprüfen. Ja, ist wirklich doof, dass es im Dunkeln ist. Das stimmt. Ich glaube, wenn es dann jetzt ein bisschen heller wird. Aber es ist schon irgendwie cool, dass das in Echtzeit ist, finde ich ja, ne? Es ist ein bisschen blöd, dass es jetzt halt nachts ist. Es wäre schon irgendwie geiler, wenn es einfach so 14 Uhr wäre. Haben wir alle? Kümmer dich um alle unerwarteten Ereignisse. Okay, so, dann können wir das bestätigen. Outside-Check. Okay, und jetzt schieben wir den Bums raus. Oh shit, ich bin, glaube ich, zu weit reingefahren. Bam! Oh, guckt mal. In einem Zug. So, auf geht's.
Also ich muss sagen, dass ich das hier so halbwegs gut hinkriege, bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Hätte nicht gedacht, dass ich dieses Zurückschieben hier so gut hinkriege. Hä, das ist doch super, oder nicht? Steht das nicht gut? Was passt denn jetzt daran nicht? Hä, da steht doch 1A! Was habe ich jetzt falsch gemacht? Normalerweise erkennt er jetzt an, so, yo, du hast geparkt, und dann fängt der Dude da an, mich abzukuppeln. Aber macht er nicht. Kann mich ja, glaube ich, also, eigentlich kuppel ich mich ja gar nicht selber ab. Das macht ja eigentlich er da. Stimmt, ich habe denen schon wieder nicht gesagt, die sollen ihre Triebwerke anmachen, ne? Der schließt das nicht ab. Ey, das war eigentlich wirklich gut von mir. Ich fand, ich bin da eigentlich ziemlich gut reingefahren, wenn ich ehrlich bin. Bin da eigentlich, finde ich, ganz gut eingeparkt. Kann ich das in die Richtung ziehen eigentlich auch? Ich kann nichts mehr drücken. Meine Aufgabe ist halt, dieses Flugzeug zurückzuschieben. Habe ich gemacht? Passt ihn scheinbar nicht, wie ich es gemacht habe. Oh, wow, es hat sich verbunden. Cool. Komm schon, zieh den Bums doch jetzt einfach, bitte. Oh, er zieht's. Geht. So, Mensch, welch Wunder. Die Triebwerke sind an. Das ist ja überraschend. So, 2 Stunden Verspätung. Ja, hier sollte ich vielleicht nicht parken. So, tschüss Flugzeug. Warum hat er mir entfernt dich vom Flugzeug jetzt noch nicht abgehakt? Eigentlich? Bin doch wirklich weit weg. Ganz weit weg. Großartig. Wir sind fertig. Gott, war das schlimm. Punkte verloren, 170. Ist jetzt die Frage für was? Wahrscheinlich für die Verspätung größtenteils, ne? Eieieiei. Also ich muss sagen, ich finde dafür, dass es das erste Mal war... Ich wollte jetzt eigentlich nochmal auf die Uhrzeit gucken, wie viel Verspätung wir jetzt hatten. Dafür, dass es das erste Mal war, fand ich, war es eigentlich ganz okay. Also ich glaube, es hat eigentlich nicht großartig an dem fehlenden Wissen gehapert, sondern irgendwie daran, dass das Spiel manchmal ein bisschen ungenau ist. Ich glaube, würde das Spiel einen an manchen Stellen so ein kleines bisschen mehr unterstützen, dann hätten wir das noch ein bisschen einfacher hinbekommen. Das war dann also die erste richtige Mission im Airport Simulator. Ich muss dazu sagen, man muss in dem Simulator meiner Meinung nach definitiv das Tutorial spielen, weil sonst hat man überhaupt keine Ahnung, was so passiert. Ich habe für das Tutorial sage und schreibe 3 Stunden gedauert. Das ist für mich so ein bisschen mein Negativpunkt, weil ich glaube, dass das ganz viele einfach abschreckt. Es ist auch kein Tutorial, was irgendwie jetzt schön irgendwie in eine Story integriert ist, sondern es ist wirklich ein Tutorial, was man nacheinander anklickt und jeden einzelnen Schritt lernt. Also ein bisschen öde, ein bisschen eintönig, aber man muss da irgendwie durch. Ich kann aber wirklich nur jedem empfehlen, macht es. Geht da durch, denn danach wird es um einiges besser. Der erste Auftrag war auf jeden Fall extrem anspruchsvoll und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass das alles nicht ganz so einfach umzusetzen ist. Ich muss sagen, es gab auch meiner Meinung nach noch ein paar kleine Bugs. Also ich bin mir nicht sicher, es könnte auch daran liegen, dass ich es vielleicht falsch gemacht habe. Ich glaube aber, es gab noch einige Bugs. Ich kann aber schon mal so viel dazu sagen, ich habe das Spiel tatsächlich einen Tag später weitergespielt und an dem Tag gab es ein kleines Update und an dem Tag habe ich tatsächlich auch keinen einzigen Bug mehr gefunden. Das heißt also, ich glaube, das ist mittlerweile auch alles gefixt und das Spiel läuft rund
und super. Von mir bekommt es definitiv einen Daumen nach oben. Also mir hat es wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Es gibt so ein paar Kritikpunkte, wo ich denke, da könnte man noch ein bisschen was verbessern. Es ist insgesamt ziemlich ruhig dort am Flughafen. Dafür, dass das teilweise richtig große Flughäfen sind, ist da einfach nichts los. Also ich fände es cool, wenn einfach mehr andere Flugzeuge unterwegs wären, wenn auch noch andere NPCs da irgendwie rumlaufen und halt die Flüge irgendwie abfertigen und sowas alles. Aber das Spiel hat definitiv Potenzial und ich bin gespannt, ob die Entwickler da noch ein bisschen dran weiterarbeiten, neue Missionen, neue Flughäfen und vielleicht so eine Umsetzung wie mehr NPCs oder sowas alles machen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn du dich für das Spiel interessierst, ich habe es dir unten in der Videobeschreibung bei meinem Partner Instant Gaming verlinkt. Dort gibt es wie immer das ganze Game auch ein bisschen günstiger. Wenn das Video dir gefallen hat, würde ich mich selber deinen Daumen nach oben freuen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dir das Spiel gefällt und ob du darüber nachdenkst, es dir zu holen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten YouTube-Video auch wieder.